Liebe Gäste und Medienvertreter, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz der Oberliga Baden-Württemberg. Was ist denn los eigentlich? 27. Spieltag. SGV Freiburg Fußball gegen den Karlsruher SC 2:1-0. Offizielle Zuschauerzahl 290. Mein besonderer Gruß an beide Cheftrainer, Stefan Sartori vom KSC und Ramon Gehrmann vom SGV Freiburg. Ich möchte gar nicht aufs Spiel eingehen und gleich dem Stefan das Wort geben. Dein kurzes Fazit, deine Analyse über das Spiel. Ja, erstmal Ramon hier und deiner Mannschaft Glückwunsch zum Sieg. In der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hätten wir sicherlich hier den einen Punkt verdient gehabt. Bei der Halbzeit sah es ein bisschen anders aus. In der ersten Halbzeit war es so, dass wir aus meiner Sicht einen ganz klaren Elfmeter kriegen müssen, der uns nicht zugesprochen wurde. Ich glaube, das hat jeder im Stadion sogar gehört, dass der Silvane von Hagen da getroffen wurde. Und dementsprechend ist es ein bisschen ärgerlich, wie es für uns da gelaufen ist. Nichtsdestotrotz waren wir einfach gut drin in der ersten Halbzeit, haben das über beide Strecken richtig gut gemacht, haben genau das, was wir uns vorgenommen haben, auch in die Tat umgesetzt, haben gute Aktionen gehabt im Pressing. Das Spiel war komplett ausgeglichen. Es war einfach so, dass beide Mannschaften sich quasi im Mittelfeld neutralisiert haben. Beide Mannschaften hatten gute Aktionen, allerdings keine hochkarätigen Torchancen in der zweiten Halbzeit. Insbesondere dann nach dem Rückstand haben wir natürlich dann alles nach vorne geworfen, auch so gewechselt, dass wir dann einfach umgestellt haben auf ein anderes System und alles nochmal versucht haben. Dadurch kam hier zu der einen oder anderen Kontermöglichkeit, die einfach, wenn er ein bisschen kaltschnäuziger wird, sicherlich klüger ausspielen hätte können. Insgesamt, ja, ein Ergebnis, mit dem wir natürlich nicht leben können. Der Auftritt trotzdem bis zum Gegentor fand ich insgesamt ordentlich von uns und ja, wir haben im Moment die Kacke am Schuh und fahren die Ergebnisse nicht ein, die wir in der Vorrunde eingefahren haben. Und normalerweise, wie gesagt, gehen wir in Führung, dann läuft das Spiel anders. Nichtsdestotrotz fahren wir mit leeren Händen heute nach Hause und sind sicherlich alles andere als glücklich darüber. Dankeschön. Danke, Stefan. Ramon, deine Analyse. Ja, danke, Stefan, für die Glückwünsche. Wir sind natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben sehr gut angefangen, die ersten 10 Minuten waren wir gut im Spiel. Danach haben wir dem Gegner einfach nur in sein Pressing reingespielt, das haben sie sehr gut gemacht. Genau das haben wir dann geändert in der Halbzeit und das war aus meiner Sicht dann auch die richtige Maßnahme. Wir haben dann einfache Fußball gespielt, haben oftmals die Sechser überspielt, die in der ersten Halbzeit angepresst wurden und dadurch auch in der zweiten Halbzeit wirklich den Gegner über weite Strecken beherrscht. Ich sehe es genauso wie der Stefan. Wir haben Glück gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit keine Elfmeter gegen uns bekommen haben und auch keine gelb-rote Karte. Der späte Musluka, weil er den Ball wegschlägt, also da hätten wir uns nicht beklagen können. Deshalb glaube ich, dass wir, dass wir die erste Halbzeit uns nicht sehr intelligent angestellt haben in der einen oder anderen Situation, in unserer Spielanlage und auch in der einen oder anderen individuellen Aktion. Aber insgesamt bin ich natürlich stolz auf die Mannschaft, wie sie das gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir am Mittwoch mit einer ähnlichen Leistung wie in der zweiten Halbzeit eben auch den SSV Reutlingen schlagen können und somit ins Pokalfinale einziehen. Das ist der Traum und den können wir jetzt leben und dafür werden wir uns jetzt vorbereiten. Ich wünsche dem Stefan und seiner Mannschaft noch alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und dass bald möglichst eben der Dreier kommt. Ich habe die letzten Spiele gesehen auf Video. Verdient hat er die Punkte schon lang und vielleicht holt er sie dann beim nächsten Mal. Gute Heimfahrt euch. Danke. Danke, Ramon. Es gibt es Fragen von Seiten der Presse? Herr Eberle. Ja, Herr Eberle. Abwehrspieler hat heute wieder das entscheidende Tor geschossen, weil es vorne nicht so ganz funktioniert hat. Also man hatte ja schon Chancen, aber ja, zeigt es das vielleicht, dass man irgendwie einfach so geschlossen ist mittlerweile, dass jeder Tore machen kann und wenn vorne keiner trifft und eben die Abwehrspieler.
Ja, erstens das und zweitens glaube ich, dass Nico Hummel sich heute mal belohnt hat, dafür, dass er die letzten Wochen und Monate einfach fast unser überragender Spieler ist, der jetzt seit Wochen jede Woche eine Topleistung abruft. Das gleiche gilt für Bortel. Ich hoffe, der trifft dann am Mittwoch dafür und dann passt es. Also Fleiß und Engagement wird belohnt im Fußball und das, was vielleicht in der Hinrunde nicht belohnt wurde und bei euch jetzt gerade nicht belohnt wird, da fahren wir hoffentlich jetzt die Ernte noch weiter ein. Gibt es weitere Fragen von Seiten der Presse? Ja, vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ja, der Kutu hat in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen, das kann ja durchaus sein. Im Pokal gibt es möglicherweise einen Elfmeterschießen, haben wir diese Woche ja gesehen, im DFB-Pokal, wie schnell das passieren kann. Werdet ihr das nochmal üben und darf Kutu einschießen? Soweit kommt. Ja, also wenn sich der Hakan sicher fühlt, dass er ihn macht, dann darf er den auch schießen. Und zumindest weiß er jetzt schon, wo er nicht hinschießen soll. Von dem her glaube ich, dass wir gut vorbereitet sein werden am Mittwoch. Ob wir das nochmal üben, das werden wir sehen. Aber wir haben genügend gute Schützen. Und wir haben natürlich auch, und das hat, glaube ich, im Achtelfinale in Dorfmerk der Henning gezeigt, dass wir eben zwischen den Pfosten einen überragenden Keeper haben. Und egal, wenn es Elfmeter gibt oder nicht, aber bei einem Elfmeterschießen machen wir überhaupt gar keine Sorgen. Danke. Okay.